Freunde, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber vor ziemlich genau einem Jahr habe ich einen kleinen Ausflug gemacht zu den Drehorten der Netflix-Serie Dark. Die wurde ja in Berlin und Brandenburg gedreht. Ich habe euch damals verschiedene Szenen gezeigt, zum Beispiel die Windener Höhlen oder auch der Badesee, wo die Protagonisten damals immer gebadet haben. Aber einer dieser Drehorte, der lässt mich seit einem Jahr irgendwie nicht mehr los. Und zwar der hier. Am Rande von Berlin, in einem Waldstück, steht diese alte Brücke. Darunter verlassene Bahngleise. Wenn ihr die Netflix-Serie kennt, dann wisst ihr, diese Szene spielt eine ziemlich wichtige Rolle in der Serie. Zum Beispiel schon direkt in der allerersten Folge, wo sich die Protagonisten unterhalb der Brücke treffen, dann zu den Windener Höhlen wandern und kurz darauf Mikkel verloren geht und die Handlung nimmt ihren Lauf. Soweit zur Fiktion. Was mich heute allerdings interessieren würde, abseits von allem Science-Fiction und Zeitreisen-Gedöns, was ist denn eigentlich die reelle Geschichte hinter diesen verlassenen Bahngleisen? Warum liegen die hier rum, im Wald am Rande von Berlin? Was ist da damals für eine Bahn drauf rumgefahren und warum fährt sie eigentlich heute nicht mehr? Das werden wir heute herausfinden, und zwar bei einer kleinen Wanderung über Berlins vergessene Bahntrasse. Hi, ich bin Matthias und auf meinem YouTube-Kanal zeige ich euch regelmäßig ungewöhnliche Orte mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert gerne meinen Kanal und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert mich bei Patreon oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann bekommt ihr exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem neuen Video. Nach 400 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Wir beginnen unsere kleine Wanderung heute nicht direkt an der Darkbrücke, sondern schon ein paar hundert Meter zuvor, und zwar genau hier am S-Bahnhof Wannsee. Das ist der Ort, wo damals auch diese inzwischen stillgelegte Bahntrasse gestartet ist und auch der Ort, wo ihr eure Wanderung beginnen solltet. Entweder reist ihr mit der Bahn an direkt zum Bahnhof Wannsee oder hier gibt es auch so einen kleinen Wanderparkplatz direkt an der Straße. Und meine erste Aufgabe für heute wird sein, den Startpunkt dieser stillgelegten Bahntrasse zu finden. Und während ich das tue, erkläre ich euch erstmal kurz, um was für eine Bahntrasse es sich hier eigentlich handelt. Die Bahnstrecke wurde im Jahre 1913 eröffnet und führte von Berlin-Wannsee über Dreilinden nach Stahnsdorf. Genauer gesagt zum dortigen Friedhof, dem Südwestkirchhof. Aus diesem Grund wurde die Bahnstrecke im Volksmund auch Friedhofsbahn genannt und sie erfüllte auch genau diesen Zweck, nämlich Trauergäste zum Friedhof bringen, aber durchaus auch Leichen. Hier fuhren nämlich auch Güterzüge, die mitunter auch Särge transportierten. Die gesamte Strecke war 4,2 Kilometer lang. Unsere Wanderung allerdings wird heute ein bisschen länger sein, denn wir werden den ein oder anderen Umweg laufen müssen. Aber dazu später mehr. So, ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Die Website berlin.de hat diese Wanderung ganz gut beschrieben und die schreiben, man muss hier über diesen Stahnsdorfer Damm, das ist die Straße, auf der ich mich gerade befinde, an einem Schießstand vorbei. Das ist dieses Gebäude hier, so ein eingezäuntes Gebäude. Und danach, nach der Einzäunung, soll irgendwann nach einiger Zeit, das steht genauso da, rechts ein Wanderweg reinführen. Mal schauen, ob wir den finden. So, jetzt ist die Einzäunung vorbei. Nein, okay, das ist definitiv noch kein Wanderweg. Nach einiger Zeit stand er ja auch. Okay, nach einiger Zeit. Vielleicht da hinten? Da hinten ist so eine Einbuchtung. Ist da schon einige Zeit? Wer weiß das schon? Ich glaube, wir kommen unserem Ziel jetzt langsam näher, denn hier geht rechts tatsächlich ein Waldweg rein. Ja, das wird ja hoffentlich sein. Also ihr merkt schon, das ist ja heute so ein bisschen Learning by Doing, ne?
Ich habe das hier noch nie gemacht, ich bin diese Strecke noch nie entlang gelaufen und ich komme auch nicht aus Berlin, ich bin überhaupt nicht ortskundig. Wenn ich heute hier mal irgendwie falsch abbiege, links, rechts, blödes Zeug erzähle, keine Ahnung was, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Das wird hier heute ein Gemeinschaftsprojekt, wir machen das zusammen, wir entdecken das heute hier zusammen und dann wird alles gut, hoffe ich. Ich hoffe, ich komme überhaupt ans Ziel an. So, direkt mal ein bisschen schöne Natur entdeckt, guck mal da, seht ihr ihn? Da hämmert sich ein Specht den Ast zurecht. Na, guck mal, wie schön er klappert. Ist das nicht friedlich? Das könnte ich mir auch vorstellen. Den ganzen Tag auf dem Baum sitzen und meinen Kopf irgendwo gegenschlagen. Oh, guck mal da, was ist das denn? Da steht schon so ein mysteriöser Stein. Da gehe ich doch mal hin direkt. Schaut mal hier, was ich entdeckt habe. Da ist so ein Stein. Seht ihr den? Habt ihr eine Ahnung, ob das möglicherweise schon zur Bahn gehört? Da steht auch eine Zahl drauf, eine 15, glaube ich. Leute, wir sind hier irgendwie schon ganz richtig dran an so alten Bahnrelikten. Das Problem ist, damit habe ich jetzt hier noch gar nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte. Schaut mal da. Da sind so zwei Pöller. Hier unten ist auch noch so ein Schacht. Was könnte das denn wohl gewesen sein? Und wenn wir jetzt hier mal hochlaufen, dann sehen wir hier auch noch so ein Teil hier. Und das sieht für mich ehrlich gesagt so ein bisschen aus, als hätte hier damals entweder ein Häuschen oder sowas gestanden oder als wäre das möglicherweise sogar ein Bahnsteig gewesen. Ja, da seht ihr so eine Erhebung und sowas. Das ist schon irgendwie seltsam, weil hier an dieser Stelle habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht erwartet, dass ich hier schon so Relikte finde, weil diese Website hat mich eigentlich ganz woanders hingejagt. Oder hat das hier möglicherweise nichts mit der Bahn zu tun? Ach Leute, ich denke, da seid ihr schon gefragt. Weiß das jemand? Weiß jemand, was das sein könnte? Ich bin jetzt ein paar Mal kreuz und quer durch den Wald gelaufen und eines kann ich euch auf jeden Fall sagen, die Beschreibung, die Wegbeschreibung von berlin.de ist crap. Also zumindest dann, wenn ihr den Anspruch habt, den Startpunkt der Friedhofsbahn zu finden. Ich habe ihn zwar immer noch nicht hundertprozentig gefunden, aber ich bin jetzt so tief hier im Wald drin, dass ich glaube, zumindest auf der ehemaligen Trasse der Friedhofsbahn zu stehen, also da, wo sie ungefähr angefangen hat. Sie ist entweder hier oben drüber gelaufen, hier ist so eine Erhebung, oder sie ist genau hierher gelaufen, wo ich jetzt gerade stehe, weil hier, wo ich gerade stehe, liegen überall diese Steinchen. Und das sind ja so ganz typische Gleisbettsteine, ne? Und hier liegen auch überall so Hölzer rum, wie zum Beispiel so ein Ding hier. Und ich vermute, dass das vom Gleis stammt. Na? Hab ich's nicht gesagt? Hab ich es nicht gesagt? Guck mal, da steht ein Gerät. Was auch immer es ist, liebe Bahnexperten, sagt mir, was ist das? Es sieht auf jeden Fall sehr nach Bahn aus. Könnte es möglicherweise Teil einer Schranke gewesen sein? Oder möglicherweise einfach nur die Halterung irgendeines Schildes? Eines Schildes, das irgendwie für den Lokführer wichtig ist. Ja, jedenfalls steht da so eine sehr verrostete alte Säule rum. Und das sagt uns auf jeden Fall hier oben oder hier. Nein, ich vermute da oben. Da oben wird die Friedhofsbahn angelaufen sein. Ja, also ich kann verstehen, dass das jetzt hier nicht auf irgendeiner Wanderwebsite eingezeichnet ist, weil das ist jetzt hier tatsächlich kein Wanderweg mehr, ne? Also da müsst ihr wirklich ein bisschen durch den Wald kraxeln. Genau, aber hier beginnt dann tatsächlich ein richtiger Wanderweg und da könnt ihr dann direkt an der Trasse entlang laufen, wenn ich das richtig sehe. Jo, und hier wird es dann tatsächlich auch ziemlich eindeutig. Genau, hier ist der Wanderweg und hier, das ist die Trasse der Friedhofsbahn. Hier auch überall diese kleinen Gleisbettsteinchen. Oh ja, und wenn man auch hier, wenn man hier mal draufläuft, merkt man auch, das ist richtig harter Boden hier. Da liegt auf jeden Fall noch der ganze Schotter drunter für das Gleis.
Das Gute ist natürlich, hier führt jetzt direkt an der Bahntrasse entlang dieser Wanderweg hier. Wenn ihr das richtige Feeling haben wollt, könnt ihr natürlich auch da unten herlaufen. Ne? Aber ihr seht schon, das ist, ja, dieser Weg ist gespickt mit Stolperfallen und es wird auch nicht besser. Da kommen diverse umgestürzte Bäume hier, wie ich schon sehe. Und da hinten ein ganz dicker. Also da werdet ihr dann ein bisschen klettern müssen. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel des Guten. Ich nehme jetzt hier mal schön den Wanderweg, denn auch von hier kann man das ein oder andere Relikt entdecken. Zum Beispiel dort, da ist schon wieder eins, ne? Teil eines Gleises, sehr offensichtlich. Und da sind wir angekommen. Erkennt ihr es wieder? Genau. Das ist die Darkbrücke. Da unten die Bahntrasse, hier die Brücke. Und hinter der Brücke, da werden wir dann noch die alten Gleise finden. Das ist die einzige Stelle, wo tatsächlich noch Gleise liegen. So, da sind wir. An der bekannten Szene, die ihr auch alle aus der Fernsehserie Dark kennt. Guck, hier haben wir wieder die Steinchen vom Gleisbett. Das ist das Holz, was ich da hinten eben auch gefunden habe. Ne? Erkennt ihr wieder, hier mit solchen... Ja, Stämmen wurden die hier zusammengebaut. Auch hier sind noch verschiedene andere Relikte zu sehen, zum Beispiel dieses Ding da, was auch immer das gewesen sein könnte. Hier unten, das habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, unter diesen Gleisen ist so ein Hohlraum. Das ist ja die bekannte Szene gewesen, wo Franziska diese Schatulle oder was das da war, versteckt. In die Richtung sind die Protagonisten damals gelaufen, in Richtung Windener Höhlen. Was, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, überhaupt gar keinen Sinn macht, weil da hinten geht es, wie gesagt, nicht zu den Windener Höhlen, sondern da, wo wir gerade hergekommen sind, zum Anfangspunkt der Friedhofsbahn und zum Wannsee. Und hier sehen wir dann, wenn wir unter der Brücke sind, ab hier wurden dann alle Bahngleise demontiert und die Natur hat sich sehr offensichtlich alles zurückgeholt. Und da oben ist die berühmte Treppe, wo ich mir damals fast alle Knochen gebrochen habe. Da gehen wir jetzt definitiv nicht wieder hoch. Wir gehen wieder in die Richtung und dann den einfachen Weg nach oben. Und da kommen wir dann übrigens auch schon langsam dem Rätsel näher, warum diese Bahn eigentlich heute nicht mehr fährt. Ich zeige euch, was ich meine. Hier, wo ich jetzt gerade eben runtergekommen bin und wo ich auch letztes Mal wieder hochgegangen bin, ist jetzt so ein verdächtiger Hügel. Ich muss zugeben, es hat mich letztes Mal schon so ein kleines bisschen gewundert, warum jetzt hier so ein Hügel ist. Hier ist nochmal so ein großer Stein zu finden. Was hat es wohl damit auf sich? Ja, bei der Beantwortung der Frage hilft uns diese Google Maps Karte weiter, wo freundlicherweise jemand eingezeichnet hat, wo damals eigentlich die Berliner Mauer hergeführt hat. Das hier in der Mitte, das ist das eingemauerte West-Berlin. Hier rechts Ost-Berlin. Und hier, das ist alles damals DDR gewesen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wo wir hier gerade stehen, da wird einiges klarer. Schaut mal hier. So. Dort die Darkbrücke im damaligen West-Berlin. Hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, dieses Areal war damals die Berliner Mauer. Und dort in die Richtung befindet sich die DDR. Das heißt... Alles, was wir hier sehen, wo ich jetzt gerade stehe, ja, hätte man damals überhaupt nicht betreten können. Also man hätte es betreten können, aber man hätte es vermutlich nicht überlebt. Hier muss damals die Berliner Mauer gestanden haben. Ja, und das ist auch der Grund, warum die Berliner Friedhofsbahn heute nicht mehr fährt. Im Jahre 1961, als die Mauer gebaut worden ist, ist auch diese Bahnlinie stillgelegt worden, weil sie schlichtweg nicht mehr von dort nach da weiterfahren konnte. Ich finde das wirklich alles höchst spannend und ich könnte wirklich den halben Tag hier verbringen und nach weiteren Relikten dieser Zeit suchen. Aber es muss weitergehen. Wir verlassen die Darkbrücke, wir verlassen West-Berlin. Wir laufen jetzt ins
Gebiet der ehemaligen DDR und schauen mal, ob wir hier noch weitere Relikte der Friedhofsbahn finden. So, ich habe mir überlegt, ich wage mal wieder einen etwas waghalsigen Abstieg. Man lernt ja nicht aus Fehlern, ne? So, hier sind wir jetzt unter einer Brücke. Oben drüber läuft eine Straße her, da geht es in so ein Wohngebiet. Und hier müsste die Bahn durchgelaufen sein. Und hier, tief im Wald, tief schlummernd im Dornröschenschlaf, stoßen wir auf einen ehemaligen S-Bahnhof. Ja, richtig gehört. Schaut mal da. Das ist der ehemalige S-Bahnhof Dreilinden. Hier sehen wir die Treppe, die zum Bahnsteig führte. Hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, das wird der Bahnsteig gewesen sein. Und da unten, da führte die Trasse der Friedhofsbahn lang, konnte man dann von hier aus einsteigen. Wahnsinn, oder? Seit vielen, vielen Jahrzehnten steht das Ding hier schon rum. Steht immer noch. Aber die Natur hat sich inzwischen eine ganze Menge zurückgeholt. Wenn wir wieder nach oben gehen und hier einmal kurz über diese Brücke drüber laufen, dann finden wir hier auch nochmal so eine Informationstafel, wo wir so ein bisschen was über den S-Bahnhof Dreilinden erfahren. Und wir finden Esel. Na ihr, seid ihr auch schon mal die Friedhofsbahn entlang gewandert? Okay, interessiert euch nicht die Bohne, ne? Na. Kann ich verstehen. Ja, dann chillt mal weiter, ich lauf mal weiter. Alles klar? Man sieht sich. Wir laufen weiter entlang der Trasse, mitten durch den Wald, und zwar in Richtung Teltow-Kanal. Das ist unsere nächste wichtige Station, denn diesen Kanal hat die Friedhofsbahn damals überquert, zumindest bis 1945. Dann wurde die Brücke gesprengt im Zuge des Krieges. Ja, und die Bahn musste von dort aus wieder umkehren. Schauen wir mal, ob wir diese Relikte dort auch noch entdecken. Ja, wenn wir jetzt diese Straße überqueren, über die die Brücke läuft, wird es jetzt nochmal interessant, denn hier, das ist die Trasse der Friedhofsbahn, hier ist der Wanderweg und beide gehen jetzt quasi ineinander über, was irgendwie kurios aussieht. Das heißt, wir laufen dann jetzt wahrscheinlich weiter, wirklich direkt auf der Trasse der ehemaligen Friedhofsbahn. Hier sind dann jetzt keine Abhänge mehr, sondern hier geht es dann wirklich gerade durch den Wald. Hier unten rechts müsste sich jetzt übrigens ein Campingplatz befinden, wenn ich das richtig sehe. Ja, oder ein bisschen weiter vorne, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier irgendwo einer. Also wenn ihr, doch da unten stehen schon Wohnmobile und sowas. Also wenn ihr Friedhofsbahnurlaub mit Vanlife verbinden wollt, hättet ihr hier die Gelegenheit dazu. Genau, und dann führte die Friedhofsbahn über eine Brücke, die, ach du Schreck, nicht mehr da ist. Was machen wir denn jetzt? Ja, da hilft nur ab durch den Busch und einen Umweg laufen. Die alte Brücke über den Teltow-Kanal ist nämlich ein für alle Mal hinüber. Und das hat in diesem Fall gar nichts mit dem Krieg zu tun. Kurz darauf wurde sie nämlich für die Bahn wieder aufgebaut. Dann mit dem Mauerbau allerdings wurde sie nicht mehr genutzt und über die Jahre vergammelte dieses Bauwerk dann zusehends. Und da die Brücke mit der Zeit eine ziemliche Gefahr darstellte, wurde sie 2018 schließlich vollständig abgerissen. Zu sehen sind heute nur noch die Brückenpfeiler, Zeitzeugen einer bewegenden Geschichte. Da wir keinen direkten Weg mehr über den Teltow-Kanal haben, es sei denn, ich würde jetzt schwimmen, worauf ich nicht viel Lust habe, ehrlich gesagt, bei 0 Grad, müssen wir einen Alternativweg finden. Und hier ist jetzt dieser Campingplatz, da kann man nicht am Wasser entlang. Ich vermute aber, dass dieser Weg jetzt hier hinterher führt, hoffe ich zumindest. Naja, und dann müssten wir gleich eigentlich an einen weiteren spannenden Ort kommen, den der ein oder andere von euch vielleicht sogar schon kennt. Jo, hier geht so ein Weg weiter. Gesperrt für alle möglichen Fahrzeuge, aber nicht für uns.
Hoffe ich zumindest. Ja, da wir jetzt diesen Umweg laufen, laufen wir auch wieder Richtung West-Berlin, also Richtung Grenze. Und das bedeutet, hier wurde kontrolliert. Da hinter mir ist nämlich ein alter Grenzturm zu sehen, der hier direkt am Teltowkanal steht. Ja, und kurz nach dem Grenzturm können wir dann endlich auch wieder den Kanal überqueren. Und zwar über eine ganz besondere Brücke. Und treue Zuschauerinnen und Zuschauer kennen diese Brücke auch bereits. Es handelt sich nämlich um den ehemaligen Grenzkontrollpunkt Drewitz-Dreilinden. Dieser war wiederum angebunden an eine Autobahn, die hier mitten durch den Wald führte und auf der nach der Stilllegung tatsächlich auch ein paar Filme gedreht worden sind. Zum Beispiel der 90er Trash-Klassiker Superstau, aber auch die ersten Folgen von Alarm für Cobra 11. Heute existiert diese Autobahn nicht mehr. Sie wurde nämlich vollständig zurückgebaut, aber ich habe ein komplettes Video über diese Autobahn gemacht. Also, wenn euch das interessiert, schaut doch mal hier oben im Videoplayer oder in der Infobox. Gut, lassen wir diesen geschichtsträchtigen Ort Geschichte sein und versuchen mal, den Kanalweg wiederzufinden. Irgendwie müssen wir jetzt auf jeden Fall wieder unten am Ufer entlang, denn wir wollen ja die Trasse der Friedhofsbahn wiederfinden. Mal gucken, ob uns das gelingt. So, hier geht jetzt so ein kleiner Putt durch. Ich hoffe, dass das offiziell ist. Wer weiß das schon? Oder ob ich hier möglicherweise gleich in irgendeiner Bärenfalle lande? Okay, das ist auf absolut Endstation hier. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. What the fuck? Wo geht's denn jetzt hier am Kanal weiter? Vielleicht über die andere Seite. Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. Aha, sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hier geht jetzt rechts der Weg rein. Hier können wir jetzt am Kanal weiter. Sehr gut. Also, für euch. Wenn ihr die Brücke überquert, den ehemaligen Checkpoint Drewitz-Dreilinden, da hinter mir zu sehen, dann lauft rechts runter, nochmal rechts und dann führt der Weg wieder auf den Kanalweg. Genau. Wenn jetzt nichts mehr schief läuft, dann müssen wir jetzt eigentlich immer nur weiter geradeaus gehen und dann kommen wir wieder zu der Friedhofsbahnbrücke. Mein Gott, das war jetzt aber auch ein Umweg, ey. Mann, Mann, Mann. Was man nicht alles tut, um ein bisschen Geschichte zu entdecken, hm? Ja. Und inzwischen ist es übrigens auch 2:30. Das heißt, so in einer Stunde geht langsam die Sonne unter. Dann gucken wir doch mal, ob wir unser Ziel überhaupt noch erreichen heute, im Hellen. Ich muss sagen, das ist hier auf jeden Fall eine wilde Gegend irgendwie. Hier steht jetzt irgendwie so ein komischer, ausgestopfter Bock am Kanal und niemand weiß genau warum. Da hinten steht auch nochmal so ein Ding. Was ist das hier früher gewesen? Ja, falls ihr ortskundig seid, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. So, wir kommen langsam wieder auf unseren Grenzturm zu. Der steht da hinten. Diesmal sehen wir ihn von der anderen Seite. Und hier, wo dieses Schild hier steht, hinter mir, da verlief damals die Grenze. Also quer durch den Teltowkanal. Das heißt, das, was ich jetzt hier gerade mache, wäre wahrscheinlich lebensgefährlich gewesen. Heute können wir hier aber zum Glück einfach so weiter wandern. Mindestens 136 Menschen starben hier an der Grenze am Teltowkanal. Ein Großteil von ihnen waren DDR-Flüchtlinge. Die wohl bekannteste Tragödie ist aber die von Hermann Döbler. Seine Geschichte ist auf einer Stele am Kanal nachzulesen. Zusammen mit seiner Begleitung Elke Mertens schipperte Döbler am 15. Juni 1965 nichtsahnend mit einem Boot durch den Kanal. Weil die Grenze hier so einen Knick macht und auch ziemlich unübersichtlich ist, fuhren die beiden geradewegs auf die Grenze zu und ein Grenzbeamter feuerte schließlich Schüsse auf die Insassen des Bootes ab. Hermann Döbler starb, Elke Mertens wurde lebensgefährlich verletzt und schaffte es so gerade noch mit dem Boot ans West-Berliner Ufer zurück. Das ist hier schon echt ein beeindruckender Ort. Also zum einen wegen der bewegenden Geschichte, die man übrigens auch gar nicht checkt, wenn man hier vorbeiläuft. Also würden da nicht diese Schilder stehen und würde man nicht hier auf der anderen Seite so einen alten DDR-Grenzturm sehen,
dann würde man gar nicht checken, dass hier irgendwie mal eine Mauer entlang lief oder dass da eine Grenze quer durch den Teltow-Kanal war und dass das hier eine extrem lebensgefährliche Angelegenheit gewesen wäre, hätte man das vor ein paar Jahrzehnten gemacht, was ich hier mache. Und zum anderen ist das hier einfach von der Natur her wunderschön. Also es ist wahnsinnig still, man hört immer mal wieder so ein paar Vögelchen und Enten auf dem Kanal rumplanschen. Kaum Leute hier, man hat hier die Natur für sich alleine. Die Sonne geht so ganz langsam unter, also ja, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich richtig schön hier. So, und hier kommen wir jetzt nach unserer kleinen Extrarunde endlich wieder dort an, wo wir weitermachen wollten. Da hinten ist nämlich unsere Friedhofsbahnbrücke. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und dann schauen wir doch mal, wie wir von dort aus weiterlaufen können. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir zwei mögliche Wege. Wir können entweder hier unter der Autobahn drunter her und dann rechts abbiegen, irgendwie durch dichtes Gestrüpp. Keine Ahnung, ob man da überhaupt her kann. Oder wir versuchen jetzt uns hier direkt einen Weg durchzuschlagen und nehmen dann hier diese Autobahnbrücke. Was auch immer wir tun, die Friedhofsbahn ist hierher gelaufen. Und da führt auch noch wieder ein Weg her. Also da kann man offenbar herwandern. Also hier müssen wir irgendwie rüber. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? 1, 2 oder 3? Letzte Chance. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Mal gucken, wie die Lage ist. Okay, also man kann hier hochlaufen. Man kann auch offenbar da weiterlaufen. Ach, Gottes Willen. Also klettern ist nichts für mich, das kann ich schon mal sagen. Meine Fresse, ey. Ach Gott, ey, das war auf jeden Fall eine scheiß Idee. Meine Fresse, ey. Ey, das war vielleicht eine Geburt. Da sind wir. Endlich wieder. Auf der Trasse der Friedhofsbahn. Mein Gott, frag mich nicht, wie ich jetzt da hochgekommen bin, ey. Ich bin so unfassbar dumm, wirklich. Da wäre der einfachere Weg gewesen. Ich bin so unfassbar dämlich. Ich hätte einfach nur ein paar hundert Meter weitergehen sollen. Da kann man hier ganz normal über einen Wanderweg wieder auf die Trasse laufen. Gut, aber gerade wenn man denkt, man hätte es geschafft und könnte jetzt einfach die Bahntrasse weiterlaufen, Nee, ist nicht. Hier würde die Friedhofsbahn weiterlaufen. Hier hat man allerdings eine Autobahn hingebaut, die A115. Das heißt, wir kommen jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter und müssen wieder einen Umweg laufen, und zwar rechts runter und dann über eine Brücke. Mein Gott. Und da hinten geht langsam die Sonne unter. Wisst ihr, was ich extrem schlimm finde als Autofahrer? Wenn Leute auf einer Autobahnbrücke stehen bleiben. Ich habe jedes Mal Panik, dass da irgendeiner einen Stein runterwirft oder so. Deswegen, hört auf damit. Lasst es sein. Guckt euch den Verkehr nicht an. Der sieht immer gleich aus. Bleibt nicht auf Autobahnbrücken stehen. Fahrt oder lauft einfach weiter. Bitte. So, ich bin natürlich mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir haben die A115 überquert. Und jetzt wird es Zeit, ja, die letzten paar hundert Meter Friedhofsbahn zu finden. Das ist hier wirklich herrlich idyllisch. Wunderschön. Keine Leute da. Gut, man hört noch ein bisschen die Autobahn. Das nervt ein bisschen. Ansonsten herrlich. Herrliche Ruhe. So, der Plan scheint aufzugehen. Der Wanderweg, der direkt von der Autobahnbrücke führt, führt uns offenbar direkt wieder auf die Trasse der Friedhofsbahn. Yo, das muss es sein. Das hier ist er offenbar wieder. Ganz bestimmt. Ja, genau. Die führte bis dahin. Da. Dann wurde die Autobahn dazwischen gebaut, genau. Und dann führt die jetzt von da
weiter in die Richtung. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann müssten wir jetzt noch circa 2 Kilometer laufen. Und dann kommen wir am Endpunkt der Friedhofsbahn an. Richtig, am Friedhof. Und auch am Ende unserer Wanderung. Und wenn wir es schaffen, vor Einbruch der Dunkelheit, dann wird uns dann noch eine kleine Überraschung erwarten. Hier laufen wir jetzt direkt an der Polizei vorbei, an der Reiterstaffel, um genau zu sein, wie ich gerade gegoogelt habe. Ein riesiger Pferdehof, riesiges, monströses Ding mit ganz vielen Pferden. So, unsere Friedhofsbahn durchquert einen letzten kleinen Tunnel und kommt dann gleich am S-Bahnhof Stahnsdorf an oder dem, was noch davon übrig ist. Da müssen wir jetzt auch irgendwie hin. Hier hört jetzt allerdings der Wanderweg auf. Was das hier ist, das würde mich mal interessieren. Das finde ich ja wahnsinnig interessant. Das sieht nämlich genauso aus wie diese Fahrzeugsperren, die man damals in den Todesstreifen gebaut hat. Wisst ihr, was ich meine? Also zwischen den beiden Mauern, da waren ja diverse Hindernisse, damit man nicht über die Grenze flüchten konnte. Genau so sehen diese Dinger hier aus. Warum sie jetzt allerdings hier stehen, ist mir schleierhaft. Denn hier war definitiv keine Mauer. Okay, bleibt wohl ein Rätsel. Wir schauen mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Was eine schöne, beschauliche Gegend, oder? Hier so ein kleines Häuschen. Das wäre wohl was. Also es ist hier nicht wahnsinnig schön, kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist ja irgendwie weit ab vom Schuss und doch sehr nah an der Hauptstadt dran. Ne? Das ist irgendwie ganz cool. Ah, guck mal, wir erreichen wieder die Zivilisation. Ist das nicht geil? Wundervoll. Hier ist ein Gymnasio. Jo, und da sind wir wohl. An unserem Endpunkt. Das hier, oder irgendwas davon, muss der ehemalige S-Bahnhof Stahnsdorf gewesen sein. Dieses Ding hier zumindest zeugt noch davon. Schaut man da. Jo. Und hier ist auch ein Schild. 100 Jahre S-Bahn Stahnsdorf. Ja, und so sah der Bahnhof Stahnsdorf früher einmal aus. Das Gebäude, das ihr hier seht, wurde allerdings bereits im Jahre 1976 gesprengt. Übrig geblieben ist nur eine Gaststätte, die heute unter Denkmalschutz steht, der überwachsene Bahnsteig im Wald und der ehemalige Bahnhofsvorplatz, der heute so aussieht. Ja, wir haben unser Ziel erreicht und jetzt gibt es zum Schluss nochmal eine kleine Überraschung. Denn jetzt schließt sich der Kreis. Wir gehen nämlich jetzt zum Abschluss nochmal kurz auf den Südwestkirchhof Stahnsdorf, dem Endpunkt der Friedhofsbahn. Und der ein oder andere wird überrascht sein, was wir dann dort vorfinden werden. Ja, hier auf dem Friedhof finden wir ein interessantes Gebäude. Ein Gebäude, was ihr alle aus der Netflix-Serie Dark kennt, nämlich die mysteriöse Kapelle. Hier einmal zum Vergleich, das ist die Szene aus der Serie. Das ist die wunderschöne alte Kapelle. Jonas und Jonah sitzen davor auf einer Bank. Die steht in Wirklichkeit nicht hier rum. Die ist in Wirklichkeit ja, umgedreht, damit man einen wunderschönen Blick hat auf diese tolle Kapelle. Ich habe da so eine Theorie. Vielleicht sind die Darsteller aus Dark gar nicht in der Zeit gereist, sondern nur sehr häufig mit der Friedhofsbahn hin und her gefahren. Das würde zumindest vieles erklären. Ich bin zurück in meinem Hotelzimmer. Das war's für heute. Das war meine kleine Wanderung. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen durch die Berliner Winterwaldlandschaft zu wandern. Und ich habe, glaube ich, aus Versehen ein neues Format erfunden für meinen YouTube-Kanal. Es war heute tatsächlich mal so ein bisschen was anderes, ne? Also, ich weiß nicht, ob euch das gefallen hat. Schreibt es doch mal in die Kommentare.
Könntet ihr euch vorstellen, dass ich sowas öfter mal mache? So eine Art Wanderformat? Ich bin ja eigentlich nicht so der Wanderer, aber ich habe heute schon gemerkt, irgendwie macht das schon Spaß. Vor allem dann, wenn man so ein bisschen Geschichte nebenbei erleben kann, oder? Ja, vielleicht machen wir das künftig mal öfter. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Und für heute war es das aber erstmal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Unten in der Videobeschreibung ist ein Patreon-Link und ihr könnt natürlich auch Kanalmitglied werden hier auf YouTube. Dann gibt es exklusive Inhalte und neue Videos vor allen anderen. So, das war's für heute. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise und mal gucken, ob wir dann wieder wandern oder irgendwas anderes machen. Bis dahin, ciao.